Ich habe vorhin während der Anbetungszeit diesen riesigen Strom gesehen, wie er wirklich auf uns zukommt und wie die Herrlichkeit ihn bedeckt, war durchtränkt mit der Herrlichkeit Gottes. Und dann habe ich ganz viele Menschen gesehen, die so wirklich in Erwartung waren und jetzt passiert's, jetzt kommt's, jetzt fängt's an. Und dann hat der Herr meine Blicke auf die Füße dieser Menschen gelenkt. Und die hatten die unterschiedlichsten Schuhe an. Und irritierenderweise wollten diese Menschen mit ihren Schuhen in diesen Strom rein. Und da sagte der Herr, zieht eure Schuhe aus. Die Schuhe stehen ja für alles Mögliche, auch für unsere Berufung, für unsere Salbung, für das, was der Herr schon durch uns getan hat oder auch für Schutz. Aber er sagt, zieht eure Schuhe aus. Und einige folgten dem und zogen ihre Schuhe aus. Und dann war es fast ja, ein bisschen witzig. Ich sah, wie einige denn unter ihre nackten Füße, ich weiß jetzt nicht, wie da dieser Ausdruck heißt, die Eskimos, die tragen doch diese komischen Teile unter den Schuhen, damit sie nicht so in den Schnee einsacken. Und etliche zogen sich diese Dinge an und wollten dann so ganz vorsichtig in diesen Strom hinein, in der Hoffnung oder in der Erwartung, dass diese Schuhe sie irgendwie halten, dass sie nicht zu tief einsinken. Und der Herr sagt, ich will euch diese Angst nehmen. Und es ist total nötig, wirklich nackt zu kommen, mit nackten Füßen, total schutzlos, denn ich bin der einzige Schutz, den es überhaupt noch gibt für euch. Aber ich bin der totale Schutz. Und lasst alles, was bisher sich bewährt hat, was ich auch gesegnet habe, was gut war, lasst es los, lasst alles los. Seid wirklich total bereit und fokussiert auf das Neue und berauscht euch an dem neuen Wein, den ich euch jetzt gebe. Aber es ist Voraussetzung, alles loszulassen. Wirklich total uns einzulassen auf das Neue, denn das wird alles andere, was bisher war, in den Schatten stellen. Er wird unsere Vorstellungskraft total sprengen und wir werden uns so wundern, was jetzt kommt, was der Herr jetzt bereitet hat. Aber zieht eure Schuhe aus. Jetzt ist die Zeit, wirklich alles andere loszulassen.